ich wollte mal wieder ein Thema machen. Und zwar aus der Reihe Meine Gedankenwelt zum Thema Rituale. Jeder von uns hat Rituale. Die meisten. Ich bin mir ganz sicher, jeder hat eigentlich ein Ritual. Meine Rituale beginnen gleich morgens. Ich bin ein Mensch, der super gerne seinen Tag gestaltet. Und das beginnt mit einem guten Frühstück und einem Kaffee. Und ich stehe morgens auf und da beginnt mein Ritual. Ich mache mir erst einen Kaffee, dann mein Frühstück. Wenn ich Tiere zu Hause habe, Notversorgung, in Notversorgung, dann kümmere ich mich natürlich um die Tiere, aber erst frühstücke ich und trinke einen Kaffee. Und dann geht es dann weiter, dass ich dann arbeite oder ein Video drehe oder, also meistens gehe ich arbeiten, dann komme ich mir das nach Hause, dann koche ich, dann essen wir und dann mache ich meine Sachen am PC. Ich habe da mehrere Plattformen, wo ich Posts einstelle und das mache ich dann auch. Ja, und dann ist die Zeit meistens auch schon wieder um, sodass ich abends zu meinen Tieren gehe, fertig mache und dann bin ich meistens so die Wintermonate, bin ich zum Glück früher zu Hause durch die Zeitumstellung. Die Sommermonate wird immer sehr anstrengend, da bin ich vor 10 Uhr, also 22 Uhr nachts oder abends nicht zu Hause. Ja, und dann mache ich halt die Futtereimer oder ich muss noch Brot backen. Ja, aber mein festes Ritual ist tatsächlich, alles andere kann man so ein bisschen deichseln, aber mein festes Ritual ist morgens aufstehen, mein Kaffee und mein Frühstück. Und alles andere zeigen mir dann auch die Tiere oder wenn das Wetter umschlägt, dann kann es auch schon mal vorkommen, dass ich nicht arbeiten kann. Dann strukturiere ich meinen Tag halt um. Aber mein Ritual ist tatsächlich morgens mein Frühstück und mein Kaffee. Und die Zeit brauche ich auch, lasse ich mir auch nicht nehmen. Also morgens zum Beispiel gehe ich gar nicht ans Telefon. Mich kann man sowieso nicht anrufen. Ich bin kein Freund von Telefonieren. Da gehe ich auch nicht ran. Weil am Telefon ist es oft so, dann quatscht man und quatscht man und quatscht man und quatscht man und eigentlich habe ich was ganz anderes zu tun. Ich liebe Sprachnachrichten. Die kann ich abhören, wenn ich Zeit habe. Die kann ich aber auf Pause drücken, wenn ich keine Zeit mehr habe. Aber jemanden, den ich am Telefon habe, dann sagen, ich kann jetzt gerade nicht, ich muss los, das wäre mir zu stressig. Und deswegen gehe ich nie ans Telefon. Mich kann man nicht anrufen. Eine Sprachnachricht über WhatsApp, ja. Gerne. Oder eine SMS, wie auch immer. Ja, das war eigentlich so mein Ritual. Den Tag kann man umgestalten. Was habt ihr denn für Rituale? Gerade mit Kindern ist das ganz wichtig. Also mein Sohn zum Beispiel, als er noch klein war, wir haben immer zusammen gefrühstückt, Mittag gegessen und Abendbrot gegessen. Als er dann älter wurde, da verlor sich dann das ein bisschen. Aber wir haben dann immer eine Mahlzeit am Tag zusammen eingenommen. Das ist geblieben, bis er dann auszog und ich ausgewandert bin. Aber das war auch unser Ritual, ganz wichtig. Oder auch Gespräche, dass man sich Zeit nimmt für Gespräche. Ja, ich liebe Rituale, weil sie einfach für mich total wichtig im Leben sind. Auch zum Beispiel angenommen.
Man arbeitet nicht oder hat kein. Jetzt hole ich mal etwas anders aus. Angenommen, man hat keinen Job, wo man für einen anderen arbeitet. Dann neigen viele dazu, auszuschlafen, liegen zu bleiben. Ist ja auch in Ordnung. Ich neige dann dazu, wenn ich zum Beispiel, wenn es regnet bei uns, was natürlich ganz selten ist, dann bleibe ich nicht liegen. Ich stehe trotzdem auf, genau um die Uhrzeit. Ich stehe dann auf, mache mir mein Frühstück und meinen Kaffee. Das ist mein Ritual, morgens. Ich stehe auch gerne mit dem Kaffee draußen auf dem Balkon. Aber wenn das Wetter mir einen Strich durch die Rechnung macht, und das sind die Wintermonate manchmal, stehe ich trotzdem auf. Ich bleib nicht liegen. Ich kann mich nachmittags gerne mal eine halbe Stunde hinlegen, aber morgens stehe ich immer auf. Und das würde ich machen, wenn ich zum Beispiel, angenommen, ich wäre in Lohn und Brot irgendwo bei jemandem am Arbeiten und wäre arbeitslos. Oder würde arbeitslos werden. Ich würde trotzdem morgens aufstehen, weil ich das auch wichtig finde, dass man so einen Tagesrhythmus beibehält. Was habt ihr für Rituale? Habt ihr Kinder oder Kinder sind schon Ritual? Oder würde mich mal interessieren. Ein bisschen neugierig sein. Mal hinter die Kulissen glotzen. Ja. Ich erzähle euch ja auch immer alles. Nein, ihr müsst das nicht. Es war ein Spaß. Aber könnt ihr mir ja mal drunter schreiben, falls ihr da Bock drauf habt. Wo bei euch die Rituale sitzen und was ihr macht und ob das mit Kindern zu tun hat oder weil ihr das toll findet. Ja. Und was ich auch habe, ist, meine persönlichen Rituale oder mein Tag, mein gestalteter Tag, den lasse ich mir ungern von irgendwas durchkreuzen. Da habe ich ein Riesenproblem mit, außer es sind Tiere. Aber da muss ich umdisponieren. Aber ansonsten kann ich das überhaupt nicht wechseln, wenn Menschen so einfach ad hoc irgendwo bei mir vor der Haustür stehen oder mich versuchen anzurufen und mir meinen Tag durchkreuzen. Dann ist mein Tag, mein Ritual komplett irgendwie kaputt. Dann kriege ich Stress. Thema hatte ich ja auch schon. Und ja, vielleicht ist das sehr speziell. Keine Ahnung. Aber ich bin so. Und ich gebe das auch zu. Also da reagiere ich echt allergisch. Was der andere natürlich nicht weiß oder nichts für kann oder. Weil in dem Moment wirst du wieder Plan eines anderen. Das ist einfach so, wenn der vor der Tür steht und will irgendwas von dir oder dich anruft. Klar, kommt bei mir auch mal vor. Selten. Ganz selten. Früher eher, aber heute nicht mehr. Eine SMS schicke ich gerne oder eine Sprachnachricht, weil ich sie selber besser finde. Und ich mache immer das, was ich gut finde, mache ich selber bei den anderen auch. Ja. Also meine Rituale sind morgens. Und dann gestalte ich meinen Tag. Oder er ist immer gleichbleibend. Meistens. Und vielleicht ist mein Tag aber auch komplett das Ritual. Weil ich ja immer gleichbleibende Schritte habe. Von morgens bis abends. Immer. Tag ein, Tag aus. Jeden Tag. Für mich selber und für meine Tiere. Ja. Ich glaube, mein ganzer Tag ist ein Ritual. Und den genieße ich auch. So, ihr Lieben, dann würde ich mal sagen, wäre ich schon wieder fertig mit dem Thema. Ja. Wie lange habe ich denn? Ach, das geht ja noch. Oh, ich habe überall diese Tiere, diese Gewitterfliegen oder was das ist. Die juckeln. 10 Minuten, das geht ja noch.
Aber mehr Rituale hole ich da jetzt nicht raus. Okay, dann würde ich sagen, belassen wir das dabei. Ihr könnt mir ja schreiben, was euer Ritual ist und ob ihr das toll findet oder gerne macht oder ob ihr einfach so den Tag in den Tag geht. Ja, okay. Dann bis bald. Ciao.